Und dann werde ich erstmal Lichter machen. Hoffe ich doch. Alter Falter! Oh, was ist das denn? Mein lieber Schwarm. Moin zusammen. Ja, herzlich willkommen hier in meiner Schwarzwaldhütte. Heute möchte ich einen kleinen Test machen unter realen Bedingungen. Denn irgendwann mal wollte ich auch mal den Liebster Award beantworten. Viermal wurde ich schon nominiert. Das werden immer mehr. Und dazu habe ich mir, nicht nur dazu, sondern allgemein habe ich mir zwei neue Teile für meine Kameraausrüstung gekauft. Einmal das Zoom 1 Mikrofon. Was ich eigentlich so von anderen Mal, was ich da gesehen habe, das hörte sich ganz gut an. Weil diese Kamera, die brummt mir immer zu doll bei so Interviews und Nahaufnahmen. Da ist immer das Knattern von dem Autofokus dabei. Ja. Und diese Kamera hier, die hat noch einen schlechteren Ton, da kann ich gleich mal umschalten. Also so, wenn man dann nämlich normal, ich will mal jetzt hier einfach mal so gucken, so. Test, 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 das ist jetzt die Panasonic Lumix, die ich auch immer mal zum Filmen oder Fotografieren nehme. Und die finde ich ja noch ein schlechteres Mikrofon. Ja, so ist das. Ja, lichttechnisch ist es also jetzt hier original Sony. Und ich könnte ja auch nochmal hier so einmal zeigen mit original Panasonic im Nahbereich. Zeigt mir auch jetzt an, dass er eine Kerze, also dass es dunkel ist. Ja. Und dann werde ich erstmal Lichter machen. Hoffe ich doch. Alter Falter! Oh, was ist das denn? Mein lieber Schwarm. Das werden wir erstmal. Ne, ist zu doll. Das werden wir erstmal runterregeln. Mann. Oh, das ist ganz aus. Ne, das war zu viel. Und die anderen. Kann man da auch noch ein bisschen weiter runter? Wahrscheinlich nur heller, ne? Ja, das ist ziemlich hell und grell. Und ich denke mal, hier gibt es so Scheiben dazu. Da will ich erstmal sowas hier einbauen. Und ich denke, für die Hütte, dann könnte so eine Orangenscheibe ja ganz schön sein. Dann hat man das Licht so ein bisschen heimeliger. So, mal gucken. Ah, so. Okay. So ein bisschen rötlich am Gesicht, ne? Ich sehe das hier gar nicht so. Ja, aber so ein bisschen Licht ist ja schon mal ganz gut. Dann wird die Videoqualität auf jeden Fall besser. Mit dem Voreinstellen der Beleuchtung, ja, da kann man ja noch mal ein bisschen dran üben. Vielleicht reicht ja auch so ein bisschen. Das ist jetzt die kleinste Einstellung in Orange. Ja, kann man wahrscheinlich sogar noch irgendwie mit einem Schirm oder sowas noch ein bisschen diffuser machen, das Licht.
Aber wenn man hier in der Hütte mal filmen möchte oder in einem dunklen Raum oder draußen, falls es mal ein Lager gibt, dann ist es vielleicht ganz gut. Gut. Nochmal, wie das mit der Panasonic so ist. Ja. Und nun kommt gleich noch der gute Ton dazu. Hoffe ich jetzt mal, dass ein Ton, dass der besser ist dann. Ja, dieses Zoom 1-Mikrofon, das hat der Christian im Wald unterwegs. Und das hörte sich bei seinen ersten Videos da diese Naturaufnahmen ganz gut an. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geschaut, ob andere von euch das benutzen, und ich habe auch mal in einer Gruppe da gefragt, ob ihr mir Tipps geben könnt für die Einstellung. Nun habe ich das einfach mal mit Kopfhörer mir das angehört und habe das jetzt so eingestellt. Ja, was ist denn das hier? 96 dB, 24 Bit als Wave-Datei. Hört sich etwas besser an als die MP3. Und ich könnte jetzt 49 Minuten aufnehmen. Okay. Dann starte ich jetzt hiermit die Aufnahme mit dem Zoom in den eben besagten Einstellungen. Guck mal, ich habe zwei Puschel drauf, weil es ist ziemlich windempfindlich. Auch so mit der Sprache, so Test, 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 Test. Und ja, aber mir geht es ja auch so darum, wenn ich hier so ein Interview mache oder draußen ein paar Naturaufnahmen für meine eigene Sammlung abspeichern möchte, ja, dann kann man das mal benutzen. Dann braucht man nicht auf fremde Dateien zugreifen, aus dem Internet sich was raussuchen, sondern man kann immer sagen, das sind die Piepmätze, die ich auch wirklich gehört habe, und das Meeresrauschen und der Wind und die Stadtgeräusche. Da kann man sich so eine ganze Soundbar ja irgendwie mal anlegen. Ja, Zoom 1 im Vergleich jetzt mal umgeschaltet wieder zur Sony-Kamera. Wird man da einen Unterschied? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall merkt man einen Unterschied, wenn man hiermit wieder umschaltet. Ja, es hört sich doch irgendwie ganz, ganz blöd an. Die Kamera ist ja nicht schlecht. Es war nur eine Systemkamera, die ich mal günstig aus der Familie erworben habe. Aber was Ton angeht, gefällt mir die gar nicht. Ja, und wie gesagt, noch dazu dieser Scheinwerfer, den man dann dezent benutzen kann. Ich glaube, das ist eine gute Investition gewesen. Auf jeden Fall werdet ihr dann in den nächsten Videos, wenn ich dann irgendwann mal nochmal den Liebster Award drehen sollte, ja, werdet ihr bestimmt sehen, dass diese Teile hier zum Einsatz kommen. Scheinwerfer und sicherlich auch das Mikrofon, denn hier in der Hütte finde ich das ein bisschen dunkel. Okay, ich mache hier nochmal so ein paar kleine Testaufnahmen. Und ja, dann hören wir und stören wir uns demnächst hier wieder. Also, Licht aus. Spot an. Damit hat meine Mutter immer zum Essen gerufen früher. Thank you.
Liste. Na dann, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns demnächst hier wieder auf meinem Kanal. Also, tschüss aus Willems Outdoor Schwarzwaldhütte. So, habe ich alles.